Bikini Germany. Diesen Titel trägt ab jetzt die 23-jährige Bankkauffrau Kerstin Landua aus Mainz. Gleichzeitig ist sie die amtierende Miss Rheinland-Pfalz. 24 Teilnehmerinnen stritten sich in einem Beachclub bei Frankfurt um die Siegerinnenschärpe. Die frisch gebackene Siegerin wird Deutschland beim Finale des Miss Bikini International Schönheitswettbewerbs in China vertreten. Gewinnerin, die geht natürlich nach Asien zum internationalen Wettbewerb und muss sich dort behaupten. Wir hatten vor 2 Jahren eine schöne Überraschung. Da hat eine deutsche Teilnehmerin, die wir nach Asien geschickt haben, ist Weltsiegerin geworden. Nicht jetzt beim Miss Bikini, sondern bei der Miss Tourismuswahl. Und die hat viele Aufträge bekommen in Malaysia. Fernsehen und Werbespots und Werbekampagnen auf Großplakaten und so. Das ist ein schöner Erfolg für das Mädel. Also es ist nicht immer nur aus Gaudi, sondern es soll ja auch ein bisschen Hintergrund haben. Angesichts des teilweise strömenden Regens war Bademode die beste Kleiderwahl. Trotzdem hielt die Stimmung hinter den Kulissen. Siegerin Kerstin sah den ganzen Wettbewerb ohnehin locker. Ich habe an sich kein Problem, mich im Bikini zu zeigen. Ich meine, klar, ich bin gelernte Bankkauffrau, da muss man schon ein bisschen drauf achten, was man anzieht und nicht logischerweise im Bikini dort rumlaufen, aber privat habe ich damit kein Problem. Also es hat letztes Jahr angefangen, dass ein Bekannter gesagt hat, probier's doch einfach mal bei der Miss Mainz-Wahl und hat mich dann einfach mal angemeldet. Da dachte ich, naja, testen, probieren, kann man einfach mal testen. Ja, dann bin ich da Dritte geworden, bei der Rheinland-Pfalz-Wahl dann Erste und dann dachte ich, die Chance hast du einmal im Leben, machst du mal bei der Miss Germany-Wahl mit. Also es war schon just for fun, aber natürlich ist es einfach toll, wenn man das mal gemacht hat, die Erfahrungen erleben konnte. Klar, irgendwann kommen bestimmt auch mal Kinder, Enkelkinder, denen kann man das dann alles mal erzählen und Bilder zeigen. Diese Bilder sind ohne Frage vorzeigbar. Bleibt zu hoffen, dass die Jury auf der chinesischen Tropeninsel Hainan genauso begeistert von der schönen Kerstin sein wird.